Selbstverständlich erschließt sich dem Infans das Proton Pseudos nicht. Doch ansichtig werden der Aufklaffungsvorgänge in den weiblichen. Aber es erlebt mit seinem noch durch die Realitäten unverzerrten Realblick sehr wohl jene Verwandlung, dass die infernalische, allgewaltsmächtige sich periodisch dann den Eucharontismen, sprich den Urgewalttätigkeiten unterwirft, vom Throne herabsteigt, sich in den Himmeln, in den Höllen und Himmelswiederauffahrtsspielen ihres Zepter abgibt, niedermachen lässt, sich unterwerfen machen lässt, aus Schmerz zu jubilatorischem Ekstasen wieder hochkommt, um danach unversehrt von all dem Gemetzel ihren Würdwerde-Thron des guten Namens wieder zu besteigen, ohne etwas von dieser Niederkunft, diesem Niederkommen verlautbaren zu lassen. Die Sprache, die bei Menschen entsteht, ist der erste Versuch, durch insuffiziente Mittel das Ungenügen des Infants, diese Leerlochmangel-Ausfüllungsdialektik mit Hinabsteigen in die Höllen und wieder hinaufsteigen in die Allgewalt oder Allmacht ausfüllen zu wollen, weil das Kind sehr schnell bemerkt, dass sein Körper in gesamter Gestalt unter keinen Umständen ausreicht. Dieses Begehren der Mutter nach dem Abgöttlichen abgefüllt werden, nur annähernd auszufüllen, zu erfüllen, ihr zu genügen. Punkt. Das Proton Pseudos besteht also darin, dass das Kind sehr früh, das Menschenkind sehr früh bemerkt, dass in der Übertragung zur infernalischen Allmächtigen diese selbst unterworfen ist einem düsteren und dunklen Abgründen und Mächten, unter die sie sich selbst hilflos hinzugeben hat, wenn sie ihre eigene Bedürftigkeit pappsatt kriegen will und sich in diesem Akt verräterisch von dem animalischen Urbündnis der Totalitärversorgung des Kleinkindes abzuwenden gezwungen ist. Also tritt durch diesen Akt des absolutären Schreckens die Verunwirklichung der Welt ein, die Spaltung, die ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, nur als Mangel, Loch, Rissspalt hineingeschlagen wurde, bereits in das Kleinkind durch dieses infernalische, unstillbare Begehren, damit es zur Verwerfung komme, und die Verwerfung soll nachher als dasjenige, was im Realen verworfen ist, wiederkehren gemacht werden, als Wiederholungszwang durch symbolische Wiederkehrsstopfungen oder imaginär symbolische Wiederkehrsstopfungen. Durch die Inneneinnistung entstand das Proton Pseudos, durch das Proton Pseudos entsteht das Aufklaffen, durch das Aufklaffen entsteht das Entsetzen, durch das Entsetzen entsteht der Verwurf. Und der Verwurf führt dazu, dass das Ganze wiederholt zu werden hat, um die Wiederkehr der Körper zu gewährleisten. Diesem
von der Urgewalt der Natur selbst inszenierten Aufklaffungsvermögen erzeugt jene Polarismen und Spaltungen der Welt, von der also nicht zu sagen ist, ob sie ohne dieses Spaltpolaritätsbewusstsein, das wieder ganz zu machen ist, im Realen als solches sonst überhaupt existieren würde. Im animalischen Leben ist von diesen Akten der Aufklaffung nicht zu vermerken, weil der Vorgang der Folgekonsequenzen, zum Beispiel der Geburt, automatistisch funktioniert. Bei Menschen wird das verkompliziert durch die Dysfunktionen des weiblichen Genießens mit Aufspannung und Hinauszögerung der Werbeausdauerspannungen, was dann zu dem ganzen Salat der Herdenhordenbildung in Gesellschaftsverträgen führt, zumindest seit der Niederlassung der Urtiere oder der Uraffen letzten Endes.